Hey Leute, willkommen zurück zu Europa Universalis 3 mit denselben Chaoten wie immer und wir machen mal weiter. So. Hallo. Naja, sag ich mal, Chaoten. Entdeckung werden bekannt gegeben. Wir sind keine Chaoten, ich fühle mich jetzt beleidigt, Yannick verrecke an Aiden. Oh. Das war aber nicht nett. Ja, ich weiß, er hat uns ja auch als Chaoten bezeichnet. Ein Ketzerfürst, wer denn? Ich war's nicht. Glaube, die meinen damit falls. Ah, jetzt wählen wieder alle seltsamerweise dieses komische Österreich. Ja, weil ich einfach geil bin. Das nö, du hast sie einfach nein, Geld gegeben. Nein, weil du sie bestochen hast. Wo bezahlst sie. Ich sehe gar keinen Namen. Alter, Nils, du guckst doch auch Game of Thrones, Geld. Oder? Wo ist also, die Österreich? Okay, du siehst ja, doch auch Game of Thrones, bezahlt. Oder? Also. Yay, Atge ist jetzt auch irgendwie protestantisch. Wo ist Atge? Wo ist das? Oh, in Norwegen. Ach, das ist so Norwegen. What the fuck? So behindert. Geh und Wahrscheinlichkeit, dass ich, also wahrscheinlich, dass ich die annektiere, hat zum dritten Mal abgelehnt. Hey. Ja, ich bin auch gerade am Versuchen, Kroatien und Serbien zu annektieren, aber irgendwie. Ja, nee, ich muss mich bei allem mit Dings da. Naja. Wegen Russland. Oh, cool. Russland. Okay. Anderthalb Jahre. Warum erobert Russland ihn nicht einfach? Weil es mein Vasall ist. Würde ja automatisch auch in den Krieg reingerufen werden, genauso wie Österreich, Brandenburg, meine ganzen anderen Verbündeten. Genau. Das könnte. Das Problem ist halt, das einzige Problem, es wäre ja nicht schlimm, weil wir müssten ja nichts machen, aber ich meine, unsere Vasallen werden ja dann auch wiederum im Krieg und denen können wir ja nicht sagen, dass sie Russland nicht angreifen sollen. Die sind nicht gerade unmächtig. Ja. Wenn ich mir so Litauen anschaue mit seinen 9000 Mann. Der hat Genua mit 2 Provinzen mehr. Wo ist Genua überhaupt hier? Warte mal. Ah, da ist es. Ungarn hat 27.000. Ja, Böhm auch. Ja. Ich sag's euch, Kinder, spielt EU3, dann seid ihr automatisch in Geschichte und Erdkunde viel besser. Hat man nächstes Mal gemerkt bei dir. Da habe ich eine 1 mal im Französisch geschrieben. Ging drum, wie die Provinzen in Frankreich heißen. Ich habe einfach Provinzen aus EU3 genommen. Das stimmt ja auch, passt ja auch. Ja, größtenteils, manche sind halt zusammen ja, kombiniert. Also Bourgogne zum Beispiel. Vorpommern ist protestantisch, ja, so langsam setzt es ein. Poitou ist glaube ich auch, oder? Ja, glaube schon, ja, Poitou. Bretagne, Champagne, Burgund. Ja, Bourgogne, ja. Warte mal, was gibt's noch? Ich glaube, ich sehe schon aus. Diesen Krampf aus. Oh ja, Gott, genau, der Krampf Evangelien weitet sich aus. Evangelien gibt's nicht. Wer hat sich den Scheißnamen eigentlich ausgedacht, gehört geschlagen? Das gibt's ja nicht mal, das ist ja das Lustige. Dead Evangelien. Lol, Genua ist. Also, Kaffa von Genua ist jetzt protestantisch. Ja. Fail. Ex! Aha, was, da muss ich noch gleich. Fuck, ich hab auch schon die irischen. Nein, fuck, ich hab die irischen Protestanten bei mir. Die habe ich bei mir schon lange. In der Steiermark und in im Kosovo. Gut, ich habe bis jetzt noch keinen, aber ich sollte nichts sagen, sonst kommen sie direkt aus wie die Ratten aus dem Loch. Ich glaube, ich habe momentan am größten da unter den Protestanten zu leiden. Du willst sie aber auch haben. Ich glaube irgendwie jetzt mittlerweile sind alle Länder, die irgendwie momentan Protestanten sind jetzt erstmal handlungsunfähig, weil da wird es nämlich noch mehr geben und dann werden die nämlich rebellieren. Böhmen hat mich die ganze Zeit gepimmelt. Krieg erklären. Ja, auf den zweiten Krieg hätte ich jetzt Bock gegen Böhmen. Ja, der Aufwärtsspezial hat jetzt gerade Bock. Blockade schon allein deswegen, weil die mehr Truppen haben als du. Wie viel haben sie denn? 27.000. Warte mal, ich hab hier oben 22.000, Norwegen habe ich 12.000. Also du hast da noch mehr, stimmt. Und dann rechne nochmal die ganzen Vasallen dazu. Genau. Ja, das vergisst du auch immer wieder. Und dann hast du so wenig Truppen? What the fuck? Und dann rechnest ja, das liegt daran, weil ich Geld brauche, deswegen muss ich halt ein bisschen sparen. Und dann rechnest du meine Truppen. Wie viel kriege ich im Jahr plus? Kriege im Jahr 160 Dukaten dazu. Yannick, okay. Verkaufst du mir kurz nichts? Achso, ja klar, logisch, sorry. Provinz verkaufen. So, hier, warte. Auf in die neue Welt! Nis. Nein. Ist die aus der neuen Welt, da darfst du nicht hin. Doch, wir haben bei Tourschul not pass. Doch, Ludwig, sag doch auch mal was. Kriege ich 40 dafür, Eranor? Ja. Ich werde es dir dann für 40 wieder verkaufen. Nee. Nur yeah, ich habe eine Kirche kostenlos gekriegt.
Niske, ja, hier. Hey, hast du die Mission? Ja, so sind nur noch schnell Dings. Da kamen irgendwo Rebellen und jetzt kamen so viele Fenster, dass ich nicht weiß, wo die Rebellen sind. Da. In Erserum, was? Erserum, ach Gott. Toll. Yay! Gratulation. Yo, lol. Komm, ich hab grad auch gedacht, was da passiert ist gerade eben. Lol. Beides. Aber leider hast du nur für Böhmen. Dazu noch Kai, Alter, jetzt wird's lustig. Mal gucken, ob du kollabierst. Nee. Nein, aber Böhmen hat ja kein Provinz. Mann, scheiße. Ach, fuck. Ich könnte rein theoretisch jetzt Österreich-Ungarn gründen, aber ich brauche Legitimität von 100 und ich habe nur 30. Brauchst du nicht noch die Kernprovinz? Kannst noch warten. Nein, brauche ich nicht unbedingt. Nein, brauche ich nicht, deswegen, sage ich ja, deswegen brauche ich jetzt unbedingt die 100 Legitimität. Mailand, mach mal hin. Nein, ich habe einen Berater verloren. Ja, ja, Schimmer. Aber mein Erbe ist ja 2, also zum das brauche ich ja noch irgendwie. Zum siebten Mal bei einer Wahrscheinlichkeit von Wahrscheinlichkeit. Ja, Nick, ich habe dir eigentlich für den nächsten Dings geschickt. Oh, sorry. Doch, das ist nicht angenommen worden. Ja, hier hast du eine 40. Ja, wenn du es nicht willst. Ich hab's angenommen gerade eben. Schon klar. Russland, das hä, warum wird's nicht ab? Hä? Lol, wurde es bei dir abgelehnt? Nein, du hast es, aber wenn du es nicht annimmst. Doch, ach, jetzt hab ich's wieder, ja. Ich hab gerade falsch gemacht. Badisch, Asch, Scham. Wo liegt denn das? Wie heißt das? Badisch, Asch, Scham. Brandenburg, Staatsehe. Muss irgendwo der dunkelgrüne Fleck neben der Frankreich, Packbau. Was verfolgst du mich? Dann. Yannick, wieso hab ich mit dir schon immer noch eine Staatsehe? Keine Ahnung. Yannick, was machst du mit der Flotte? Warum segelst du mir hinterher? Weil ich in meine Kolonien ein Schiff entsende. Trotzdem, was segelst du mir hinterher? Komm, ich komm auch mit meiner Flotte vorbei. Wo ist die? Ach, da oben, okay, die holt mich. Yannick, was machst du überhaupt mit den Schiffen? Das kann dir doch scheißegal sein. Du weißt, dass du Kolonisten brauchst und nicht irgendwelche Truppen. Ich hab schon Kolonisten, nämlich 5. Ist sein eroberter. Ja, Kastilien. Aber es bringt ja nichts, jetzt mit einem Schiff da rumzufahren. Was tut Kastilien? Wir haben ja mal erstmal alles auskundschaften. Tobi. Ah, ich bin noch immer mit Tobi? Habsburg. Tobi hat wahrscheinlich wieder vergessen, sein Mikrofon. Ja. Ja, genau. Tobi, ich hab dir gerade eben eine Staatsehe geschickt. Ja, ich weiß, noch mal eine. Ich guck doch da nicht hier hin. Ja, guck mal hier, da, Brettenburg will hoch. Ja, komm, ja. Alle kriegen was. Alle dürfen mal ran. Ja. Ich da hier einen. Auf meinem Thron sitzt eine geile, ja. Monarchie, nee, ja. Burgunder. Ein geiler König, ja, naja. Gibt noch immer sozusagen Burgund. Weil da noch immer ein Burgunder drauf ist. Alter, mein Thronfolger ist 34 Jahre alt. YOLO. Mann, warum hab ich nicht. Fuck, ey, warum hab ich jetzt so. Scheiße, ja, vorhin hatte ich mal eingebaut, die 46. Also, wo ich geguckt hab. Nein, meine erste Provinz ist protestantisch. Alter, ich will jetzt unbedingt mehr Legitimität haben, ich brauch mehr Staatsehen. Ich will endlich mal gescheiß Genua annektieren. Ich annektiere jetzt nicht mal meine Vasallen, weil ich brauch die Staatsehen. Nils, du Moron. Was ist denn? Ja, was denn so? Ist eine Provinz, Moron. Mal weiter nach Osten. Da sind mehr von meinen Provinzen. Russland, interessiert mich nicht. Hast du noch Zeit bis genau Dings? 24. Februar. Wie weit kommst nächstes du überhaupt? Jahr. Ja, nächstes Jahr. Sehr weit. Was? Warum? Bis wo kommst du? Warum fragst du? Das ist jetzt funktionieren, das ist der letzte Versuch, den ich versuchen kann, bevor du da die Camp-Provinz. Wenn du jetzt schon hier bist, ich meine, irgendwie musst du ja da hinkommen, von der Reichweite. Wenn nicht, sobald ich es angekämpft habe, werde ich es dir trotzdem verkaufen. Ja, wohin kommst du denn? Bis wo? Kommst du schon in Süden oder erst in Norden? Ich komme eigentlich bis nirgendwo hin. Ich mache einfach einen Krieg und erober da ein bisschen was. Ah ja. Ich hatte gerade Fidschi-Rebellen, also Patrioten von Fidschi aus, in Afrika. Lass sie doch einfach Rebellen sein. Nee, ich mag Rebellen nicht. Ich hab lass Rebellen Rebellen sein. Revolten, Armeen schicken, niederknüppeln. Nächsten Monat kann ich den Antrag zur Annexion fordern, wenn die dann ablehnen. Ja. Ja, dann. Ja. Nee, wenn die dann ablehnen, dann. Leute, auf der Oberpfalz habe ich. Auf der Oberpfalz habe ich auch keinen Chor bekommen, so ein Scheiß. Halleluja! Lol. Sehr schön.
Brauche ich nur noch einen Diplomaten. Oh, kriegst du den nächsten Monat? Warte, nein. Ja, toll, dann bringt's auch nicht. Hey, warum? Wann hörst du auf? 24. Februar. Das reicht ja, oder? Ja, nee, ich krieg 5,58 im Monat dazu und hab nur 0,32 Diplomaten. Oh. Ja. Oh Mann, um einen Monat jetzt gescheitert, oder wie? Warte mal, ist das nicht deine Kultur? Nee, ist nicht. Schade eigentlich. Boah, das ist doch so scheiße. Ja, die Provinz kriegst du trotzdem. Ja, das bringt mir aber überhaupt nichts jetzt. No, das genauische Handelszentrum ist kleiner geworden, so ein Rotz. Gut so. Dann muss das größte Handelszentrum der Welt werden. Wer? Du hast Glück mit deinen Scheißprovinzen. London Handelszentrum. Okay, ja, das ist jetzt wirklich, glaube ich, eines der größten. Okay, die Mustafariten haben jetzt ein Problem. Ich habe denen 5 Spione geschickt und alle haben bei ihnen Revolte losgebrochen. Jetzt dürften sie schwach genug sein, dass ich mir deren Provinz, die ich umklammert habe, sichern kann. Sogar noch für so einen Wucherpreis hier, ne? Weißt du, wie viel ich da rein investiert habe? Ja, super jetzt hier. Das sind 300. Aber jetzt kommen noch Protestanten hier hin, was? Die Krimmel protestantisch, super. Nein, ein bedeutender Mann in unseren Diensten ist gestorben. Was für eine Scheißmission habe ich eigentlich gerade? Mantu muss ich annektieren. Vergiss es, ablehnen. Malaka, was sind das für Mission? Meine Frage, Tobi. Ja. Warum eroberst du eigentlich nicht mal Aragon fertig? Weil ich gerade eben. Genau, erstens das, zweitens baue ich mir gerade in Kolonien aus und drittens, keine Ahnung, ich brauch's noch nicht. Und wenn irgendwer mal die Schweiz angreift, dann habe ich einen Allianzkriegsgrund, dann greife ich's an. Gut, ich greife Aragon an. Genau, das außerdem noch. Also von woran kann ich sehen, ob ein Regiment mir freundlich ist von Rebellen oder nicht? Wenn's ich meine, die bei den Mustafariten sind sie dir freundlich. Die sind sie dir nicht freundlich. Die sind nur. Das sind von anderen Ländern, von Schupan. Auch die Rebellen, die du finanzierst, so. Können gegen dich kämpfen. Ja. Das ist irgendwie total idiotisch. Und Karakoyunlu oder so auch. Die einzigen, die für dich kämpfen, ist, wenn es zum Beispiel osmanische Patrioten sind oder so, dann kämpfen die für dich. Glaub wenn ich zum Beispiel Land besetzt ist. Nochmal einen Krieg. Japan wurde entdeckt. Gratulation. Österreich hat Japan entdeckt. Lol. Super. Ich hatte die ja nicht schon ungefähr 200 Jahre vorher. Komm, erklären wir jetzt alle gleichzeitig Japan an den Krieg. Ja, okay. Geht nicht. Die können wir das überhaupt? Gespalten. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ja ganz ehrlich, irgendwie wird das Spiel so langweilig bzw. unübersichtlich, wenn die ganze Karte aufgedeckt ist. Langweilig, wenn die ganze Karte... Ja, unübersichtlich aber langweilig ja nicht. Doch, finde ich schon, weil dann weißt du, dann Ottomane, sagst du, oh komm, was snacken wir heute mal weg. Kannst du mich in den Krieg mit Musafiden einladen? Hey, ich bin auch mit den Krieg. Mailand. Cool. Hey, generell spricht nichts dagegen. Jemand hat mich angestupft. Okay. Gemeinschaftskrieg jetzt. Weil ich will ja irgendwann auch Dings hier haben. Was? Da die Arabien. Hey, Brandenburg. Ja? Der Kanal wird aber nicht durchquert hier. Hä, hey, was? Was für ein Kanal? England. Ich schlage vor, dass wir eine große Kette zwischen Dover und Calais aufspannen. Hä, warum denn? Dass du da nicht durchkommst. Da fährt ein kleines Ja, und er fährt einfach oben rum, was ist denn da jetzt der Unterschied? Dann spanne ich eine Kette, ey, ich mach das viel einfacher, ich spanne eine Kette von Skane nach Seeland, von Seeland nach Fühne und von Fühne nach Schleswig. Dann metzle ich mich eben durch deine Universitäten. Er metzelt sich Nitek durch dein ganzes Land durch und baut am anderen Ende neue Schiffe. Genau. Einmal kurz durch. Und das immer wieder. Ey, Yannick, ich mach's so wie Tyrion bei der Schlacht um Königsmund. Da kann er immer mit seinen Schiffen vorbeikommen. Ich schick meine Flotte dagegen. 3 Schiffe. Yannick hat das noch nicht gesehen. Ich hab das schon gesehen. Ich bin, das ist Staffel 2. Ich bin Staffel 3. Oh. Aber andere Leute haben das vielleicht nicht gesehen. Ja, eben, das wollte ich gerade auch. Ja, das wollte ich auch sagen. Gut. Ich habe ja auch nicht wirklich was gespoilert. Diese Piraten nerven. Stimmt eigentlich. Arr. Mhm. Ja.
Yar, har, diddly. Do what you want, cause the pirates are free. Free. Oh mein Gott, also. Syrien hat endlich... Oh, schade, ich habe schon gedacht, Syrien hätte mal Frieden mit Mamelucken gemacht. Die sind so schlecht. Ja, die haben noch immer Krieg. Haben da Jerusalem und alles besetzt. Oh nö, Bosnien wird protestantisch. Ist ja gay. Bei mir ist bis jetzt nur eine Provinz. Wie gesagt, ich bin auch Protestant, aber... Bei mir verbreitet sich gerade wie ein Lauffeuer. Jetzt ist es auch schon Braunschweig, oje, oje. Heute ich Braunschweig will nicht sagen, morgen. Dass ich schon noch verschont wurde, weil wenn ich sag, dann... Als Kastilien kriegst du es eigentlich nicht, glaube ich. Ja, hoffe ich doch mal. Ja, denn eigentlich bin nicht, ich aber das ist Europa Universalis. Ja, stimmt, das ist Europa Universalis. Es gibt ein kastilisches Südamerika. Glückwunsch. Und ich sehe es zum ersten Mal. Ja, voll cool, gell? Ja, wenn man Reform... Ja. Okay, wenn man den reformierten katholischen Glauben nimmt, gell? Dann wird alles automatisch dazu, gell? Zu diesem reformierten Nein. Glauben, oder? Nicht? Nein. Ich arg asozial. Finn religiöse Eifers. Das nervt, diese religiöse Eiferscheiße. Hab ich auch, weil ich ein bisschen so oft innovativ bin. Janek? Yeah, I'm recording a game at the moment, multiplayer, so... Well, quick question, are you in charge or Davis in charge tomorrow? Davis. Okay. Sadly. Indeed. Naja, einer muss doch mal die Wahrheit Was sagen. Was bringt der nationale Schwerpunkt? Achso, ja, das ist da, die Gebiete drumrum kriegen dann ein paar Boni und so. Komm, dann bekommst du endlich mal wieder gute Berater, weil ich also momentan nur bringen. Useless. Okay. Ja, also das siehst du, wenn du mal bei der Stadt guckst, das ist diese eine Krone, minimales Revoltenrisiko minus 1, Risiko lokale Revolte minus 1, Steuereinnahmen plus 0,5. Ja, habe ich in London. Und so weiter und so fort, ja. Habe ich in Wien. Wo kann man das... Lombardi ist so ein bisschen größer mit der Bevölkerung als Wien, finde ich gerade. So 72.000 Wien und Lombardi irgendwas mit... 400.000. irgendwie 999.999 ist ja das höchste, gell? Ja. Ich glaube, ich habe damit in Europa die größte Stadt, oder? Kann das sein? Hitler. Kann das sein? Übrigens, das größte Handelszentrum ist Lübeck momentan. 4.000. LOL. Fuck, gut, dass ich da drin gut handle. Meine Hände sind überall retarded. Da mache ich 300 Gewinn. Fuck off. Wer glaubt, dass er die größte Stadt hat? Mailand. Also ich habe fast 300.000 in Paris. Ich habe 400.000. Und mehr wo? Wie 430.000 oder irgendwie so. Wo denn? Lombardia. An was messt ihr die Größe? 400. 6 und Einwohner. 64.000 Einwohner. Einwohner. Drum habe ich nochmal 300.000. Ich habe insgesamt relativ große Städte. Tobi, du hast noch überall Muslime, die sollen das Pharma bekehren. Modena. Ja, ich weiß, die müssen ja noch zum Bauernbau bekehrt werden. Warte mal kurz, wenn man Protestant ist, dann sind doch andere Religionen einem egal, oder? Hä? Guckt euch mal die ehemalige Hauptstadt von Genua an. Also. Auch ja, andere nee, Rebellionen können nee, rebellieren. Nee, Ich meine jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt Protestant bin, gehen jetzt in Südamerika, in Amerika meine ich nein, jetzt. Nein, bei den Protestanten gehört nicht dazu, dass wir alle anderen Religionen super klasse finden. Ach, schade. Ich glaube, ich habe wirklich die größte Stadt weltweit sogar noch. Das ist nicht meine China Hauptstadt, wäre ich mir nicht sicher. Ich habe eine mit 800.000. Also in China gibt... Ja, Ligurien. Ich glaube es trotzdem nicht. Die Genuesen da. Ich klicke gerade random durch Dings durch und die sind alle kleiner. Ah, wobei, nee, hier gibt es einen mit 999.999. Ja. Willian irgendwas. Ja, Indien, ja, und Hang Zung. Hang Zung. Gut, ich weiß was. Hang Zung. In Indien kommst du nicht. Also in Indien und China, da wirst du immer übertroffen. Das ist krass, was die an Menschen Aber ich haben. Hab schon eine sehr große Stadt. Nanjing ist 1 Million oder mehr. Halt einen Drei-Ruf, mein Gott, dann krieg mal 3 Ruf. Scheiß auf 3 Ruf. Sagte der, Verdammt. Der nicht so viel hat. Ich hab gerade eben 2 Ruf verloren, ohne Grund.
Alle bekommen sie Events, wo sie Ruf verlieren, weiß, und ich würde Geld dafür geben, wenn ich so eins bekomme. Jetzt habe ich dann doch die ersten Protestanten. Ah, schade. Gratulation. Also mal, was machen eigentlich der Russe und der Osmane da momentan da in bei den Mustafariden? Ich weiß es nicht, aber mir gefällt es nicht. Ein Mustafariden. Okay. Mustafa Challah. Achso, hast du Angst, dass der in Indien ankommt, oder was, der Russe? Ja, nee, hab ich jetzt nicht gemacht. Nee, mehr Ottomane. Das stell ich mir sehr lustig vor, wenn der Russe plötzlich ankommt. Ja, der Russe war ja schon mal kurz Zeit. Persien. Hey, ja, Persien, über Persien kommt dann der Ottomane. Boah, ich hab 0,99 Kolonisten. Kommt das 0,94. Komm schon, das 0,0. Das Lustigste ist, wenn du 1 hast, aber es wird nicht angezeigt als 1. Das ist auch sehr gut, stimmt. Ich habe momentan minus 0,45 Missionare im Jahr. Wie viel hab ich? Ich habe minus 0,25 und ich habe noch einen. Sollte ich mal einsetzen. Jetzt aber schnell. Ja, wieso kommen wir das von Gilde bekannt ich vor? Ich glaube, ich hatte mal den Buschtrommel in Mittelamerika wieder in Besuch, ab nachdem ich einmal da war. What the fuck? Eine Provinz in Afrika ist von mir protestantisch geworden. Was war es davor? Davor war es katholisch. Achso, ich habe gerade gedacht, es war davor muslimisch oder so. Das wäre lustig. Ja, das Tor der Welt, wahrscheinlich, weil du es auch so genannt hast. Ja. Sinai eigentlich, gell? Ja. Mhm. Sinai, ja, Benson. Nein, König, entlass euch nicht in die Unabhängigkeit. Wie sehe ich denn aus? Jemand, der Köln die Unabhängigkeit entlässt? Ich meine Weißer Frieden von Köln. Möchte mir jemand vielleicht mal gerade einmal kurz Geschenk schicken? Ich brauche kurz Geld. Komm, weil du immer so nett zu mir warst. Ich bin mal nett zu ihm, weil er sonst immer so nett zu mir war. Na, du bist doch nett zu mir. Was soll ich sagen gerade hier? Lol. Stimmt, ich bin ja jetzt Kurfürst seit neuestem. Du bist Kaiser und Kurfürst? Ja. Das ist super. Du weißt, ich war mal Kurfürst, cool. Aber dann kam irgendein random Event. Kleve. Ja, und ich jetzt mit Kleve. Kleve. Hey, ich kann eine neue Idee einsetzen. Ganz ehrlich, dafür würde ich Kleve jetzt am liebsten schon wieder annektieren, dafür, dass sie mir den Posten abgenommen haben. Russland? Ja? Ich würde mir jetzt einfach hier Georgien holen, weil die, ja. Ich hab die so umzingelt. Gönn dir. Und ja, nicht, dass du jetzt einschreitest und es zur großen Hauerei. Alter, dann gibt's nur noch einen anderen orthodoxen Staat neben mir, Äthiopien. Das hatte ich in einer anderen Multiplayer-Runde, hatte ich das auch mal. Da war ich Russland und war der einzige orthodoxe Staat, den es noch gab. Ja, Äthiopien ist noch auf meiner Seite. Hey. Ist der nicht mit dir noch verbindet? Oh, locker, ich habe erstmal 20 Minuten Prestige. Du Sau. Kultur in Tuchel wird zu sächsisch. Ach du Scheiße. Alter, warum hast du Kasachstan vassalisiert? Du kannst die nicht annektieren, Kerle. Warum soll ich die annektieren wollen? Weiß nicht. Ich will mich da erstmal nicht ausbreiten in die Richtung. Nicht in Osten? Nee. Und sonst mache ich einfach Bündnis brechen und Krieg erklären, ganz einfach. Ja, okay, aber das kostet halt Stabilität, gell? Na, scheiß drauf. YOLO. Ja. YOLO, annektieren oder vassalisieren? So, es wird ein Entscheidungsschlag. 37.000 indische Truppen gegen 26.000 mailändische Truppen. Du könntest sogar verlieren. Ich werde obwohl wahrscheinlich verlieren. Mit der Ukraine im Krieg. Moldawien. Vor allem deine Flotte. Okay, deine Flotte gewinnt gerade, aber... Nils? Ja? Kann es sein, dass du die Amerikaner sehr interessant, die von dir draußen bist? Das 6, während ich 10 hast. Einmal, ja. Ja, weil da ist in jeder Zeit eine Provinz keine indianische Siedlung mehr. War ich nicht. Ich hab grad die... Den Völkermord habe ich nicht begangen. Ich hab mich auch nicht. Truppen ich will mich sofort wieder mal davon lösen, ich war auch nix. Nein, ich nicht. Wenn ich gerade so sehe, ist das wirklich ein bisschen heftig gewesen. Lol. Hier im ganzen Nordamerika entvölkert die Küste. Naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ja. Bald wird ich habe bis jetzt nur 2000 Truppen verloren. Und ich habe so, also, dann würde ich sagen, beenden wir mal den Part mal wieder. Ich muss ehrlich sagen, schade eigentlich. Heute, jetzt hat man gerade einen Part, den wir schön benennen können, weil zwei wichtige Sachen passiert sind. Und was ist los? Zwei in einem. Hätte sich ja auch das eine erst nächsten Part zutragen können. Naja, egal. Also, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.